Hallo zusammen. Grüße alle Zuschauer und Abonnenten meines Kanals. Mein lang ersehntes Paket, ich habe über eine Woche drauf gewartet, ist endlich gekommen. Und ich wollte das mal mit euch zusammen auspacken. Schwupp. Hurra, es ist Papier, es ist Papier. Ach nee. Ein Rabattcode. Meine Schablonen von der Firma noch. Endlich da. Schon platt gedrückt, aber macht nichts, ist nur Papa. Und, geheimnisvoll verpackt. Was mag das nur sein? Wie im Shop als vorhanden angepriesene und dann doch nicht dagewesene Lok. Brauche ich doch noch mal der Messer. Der Messer für der Gerät. Es ist Fokus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Eine verkehrsrote Baureihe 120 der Firma Fleischmann. Ich denke mal, die wird hervorragend zu meinen anderen 720ern oder 820ern, 820ern passen, die ich mittlerweile habe. So, wie ihr sehen könnt, ist das Digitalisieren der Lok kein Problem. Ich habe den Decoder jetzt mal so original verbaut, wie ich ihn aus der Packung geholt habe, um zu testen. Aber ihr seht, ich muss nur die Anschlussdrähte kürzen. Die hat eine vernünftig sitzende Schnittstelle, die Lok. Kennt man auch anders von der Firma Fleischmann. Ja, Fahrvideo gibt es später. So, mittlerweile habe ich dann den Decoder richtig eingebaut, Deckel drauf. Ich habe bisher nur die Höchstgeschwindigkeit mal grob eingestellt. Ich habe noch nichts an der Motorregelung geändert. Und wie ihr seht, die Lok läuft in niedrigster Fahrstufe. Ja, jetzt ruckelt sie gerade ein bisschen, hängt aber auch an der Last, die da dran hängt. Aber ich fährt eigentlich ganz geschmeidig und sanft, wie man es halt von Fleischmann gewohnt ist. Höchstgeschwindigkeit wie immer total übertrieben, aber über den Decoder locker einstellbar. Ja, nettes Teil. Fehlte mir halt noch in der Sammlung in Verkehrsrot. Ich habe zwar schon viele Loks mit Werbebedruckung gehabt, aber die Standard Verkehrsrote 120 hatte ich noch nicht und die habe ich mir jetzt zur Ausmusterung der Lok. Leider wird sie ausgemustert, aber die ist jetzt auch schon über 30 Jahre alt. Darf man auch nicht vergessen. Mal gegönnt. Und somit habe ich ein individuelles Denkmal mittlerweile für die Lok gesetzt. Bei mir auf der Anlage. Mit im Bild seht ihr eine weitere Neuanschaffung und zwar ist das die Baureihe 120 in der 175 Jahre Bahnlackierung aus dem Jahre 2010. Das Modell erschien aber leider erst im vierten Quartal 2012.
Ich zeige euch jetzt mal im Vergleich die Unterseiten der beiden Fleischmann-Loks. Vorne seht ihr die rot-beige Variante, die bestimmt auch schon 25 Jahre alt ist. Und im oberen Teil des Bildes seht ihr die neue verkehrsrote Variante. Die alte blau-beige, blau-rote Variante besitzt vier Haftreifen und noch fest montierte Kupplungen. Man muss also das Drehgestell zerlegen, um den Kupplungskopf zu tauschen. Bei der neuen Variante habe ich nur noch zwei Haftreifen, was sich an der Zugkraft bemerkbar macht, aber auch nicht so wirklich, weil für 10 Intercity-Wagen reicht auch diese Konstellation. Und die Lok besitzt einen Kupplungsschacht nach NEM, sodass es also problemlos durch Entfernen der Normkupplung und Aufstecken der Profikupplung zum Kupplungstausch kommen kann. Ich empfehle euch zum Öffnen der Loks vier einfache Zahnstocher zu nehmen, sie zwischen Gehäuse und Chassis einzuführen und dann das Gehäuse abzunehmen. Wenn ihr es, wie in der Anleitung steht, mit Spreizen des Gehäuses probiert, kann es passieren, nicht muss, es kann aber passieren, dass es euch dann so ergeht wie bei dieser Trix-Lok. Da hat Trix damals schlechtes Material genommen, mit dem Resultat, dass es zerborsten ist. In der Seitenansicht der beiden Loks sieht man kaum einen Unterschied. Nun seht ihr die Draufsicht der beiden Modelle mit den unterschiedlichen, der Zeit angepassten Platinen. Unten die grüne Platine ist die neuere Variante mit Schnittstelle nach NEM 651, wo man dann einfach den Analogstecker rausschmeißt und durch einen Digitaldecoder ersetzt. Das war bei der alten Lok noch nicht gegeben. Wie gesagt, die ist über 30 Jahre alt. Da musste man noch selbst Hand anlegen, diverse Leiterbahnunterbrechungen einfügen, Drähte anlöten. Aber wie bei Fleischmann-Loks bekannt, ziemlich simple Digitalisierung. Das ist kein Hexenwerk. Was Fleischmann noch geändert hat im Laufe der Zeit, ist die Abdeckung der Lampe. Hier bei dem neueren Modell strahlt das Licht nur noch nach vorne, nicht mehr nach oben ab, obwohl es auch nur Glühlampen sind, was beim alten Modell nicht der Fall ist. Ich habe mir bei diesem alten Modell mit selbstklebender Alufolie etwas geholfen und habe die Abstrahlung nach oben dadurch stark verringert. Man hat also keinen beleuchteten Führerstand mehr während der Fahrt. Aber die Firma Fleischmann war in der ganzen Zeit nicht ganz untätig. Wie ihr hier sehen könnt, haben sie das Chassis angepasst gegenüber der alten Lok und Platz geschaffen für eine Schwungmasse, die mich aber im Digitalbetrieb eigentlich eher stört und dazu zwingt, dass man die Regelung härter einstellen muss. Aber bei allen tollen Eigenschaften der Fleischmann-Loks habe ich auch noch eine Schwachstelle gefunden bei der neuen Variante dieser Lok. Das Gehäuse sitzt nicht richtig fest drauf. Wenn man es falsch anfasst, bleibt das Chassis unten und ich habe das Gehäuse in der Hand. Ist natürlich blöd, wenn einem das passiert, wenn man die Lok gerade aus der Vitrine rausholt. So, anhand der vier vor uns stehenden Modelle möchte ich euch jetzt mal die Entwicklung der Mini-Trix-Baureihe 120 zeigen. Ganz oben ist die orientrote Variante, die erschien ab dem Jahre 1987. Sie hatte schon eine Aussparung für den Decoder, aber noch keine Schnittstelle. Man musste also noch Trennungen händisch vornehmen und alles dann verdrahten. Aber eigentlich relativ simpel gemacht. Die Lok hat ein relativ hohes Eigengewicht und überzeugt dadurch dann mit guter Zugleistung.
Die zweite Lok, die ich euch hier zeige, ist eigentlich ein Hybrid. Das Chassis ist aus dem Jahre 1997 und die Karosserie ist aus dem Jahre 2016. Das passiert, wenn man spröden Kunststoff nimmt und ihn dann falsch anpackt. Ich habe sehr geweint, als mir die Lok in die Brüche gegangen ist, aber ich hatte Glück gehabt und die Firma Trix hat sie nochmal wieder aufgelegt. Wie ihr sehen könnt, im Jahre 97 gab es dort schon eine sechspolige Schnittstelle in der Lok. Es war allerdings nur eine Lötschnittstelle. Für die, die löten können, ist es von Vorteil, weil die Trix-Schnittstelle zum Stecken ist eigentlich die reinste Katastrophe, was die Kontaktsicherheit auf die Dauer angeht. Ansonsten hat die Lok keine nennenswerten Entwicklungen erfahren. Es wurde halt nur die Platine angepasst und gut ist. Die nächste Lok stammt aus dem Jahre 2010, hat die leicht zu merkende Artikelnummer 12345, kein Scherz, ist die 175 Jahre Bahnlok. Und da sieht man, hat sich dann doch einiges getan in der Entwicklung dieser Lokomotive. Sechspolige Schnittstelle nach NEM, sogar eine gescheite Schnittstelle. Die Lok hat ursprünglich einen rot-gelben Lichtwechsel. Es waren also gelbe LEDs verbaut. Aber ich hatte, ob jetzt Glück oder Pech, noch von einer defekten Baureihe 120 der neuesten Generation die Lichtelemente liegen gehabt. Und diese neuen Loks haben warmweiße LEDs. Also schnell ausgetauscht. Weil hier die Anschlüsse sind die gleichen. Ich habe es vorher einfach mal durchgemessen und festgestellt, jo, könnte passen. Also Lichtelemente ausgetauscht und jetzt fährt diese Lok wenigstens mit warmweißen LEDs. Finde ich, sieht schöner aus als dieses pipi-gelbe Zeug, was man da immer so sieht. Diese Lok hat noch Schwungmassen bekommen an ihrem Motor. Ist auch nicht mehr der Standard. Alte Standard-Trix-Motor, sondern auch schon der neuere. Und hat eine Drehgestellaufnahme, die mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Diese Sachen sind alle aus Kunststoff, auch die Halterungen. Und die können, ist mir selber passiert, leicht brechen. Deshalb, mir gefällt dieses Prinzip eigentlich nicht. Hier geht es jetzt noch. Die Drehgestelle haben Schleifkontakte zur Platine. Dadurch ist ein Ausbau der Drehgestelle relativ leicht zu realisieren. Schlimmer wird es dann bei der letzten Lok, die aus dem Jahre 2018, meine ich, stammt. Die Lok hat eine MTC-14-Schnittstelle. Den hauseigenen Trix-Quatsch. Kriegt man zum Glück auch vernünftige Döler-Dekoder dafür, aber fragt mich nicht, warum die wieder ihr eigenes Süppchen kochen. Die Lok hat auch rot-weißen Lichtwechsel. Dank des neueren Decoders sogar schaltbar das Licht. Also, heißt, ich kann an einer Lokseite kann ich das Licht komplett abschalten, was dann eben beim Zieh- und Schiebebetrieb ganz korrekt ist. Auch die Lok hat Schwungmassen. Auch diese Lok hat diese Drehgestelle, da hat sich nichts geändert. Was sich wohl geändert hat, ist dann die Drehgestelle, ist dann die Stromübertragung in den Drehgestellen. Es gibt also noch die Kontakte, die nach oben gehen. Aber an diese Kontakte ist dann Draht angelötet worden, der dann nach oben zur Platine geht. Heißt, mal eben die Lok zerlegen ohne Lötkolben geht bei den Modellen leider überhaupt nicht.
Vom Fahrverhalten her, die neueren Modelle sind ruhiger, wesentlich laufruhiger als die alten Geräte, aber das kennt man halt von Tricks, dass die alten Motoren robust, aber etwas lauter sind. Aber von der Zugkraft her würde ich auf jeden Fall die alten Motoren, die alten Lokomotiven aufgrund ihrer viel höheren Masse bevorzugen.